Die Firma Kemper ist seit Jahren als Trinkwasserhygienespezialist am Markt bekannt. Jetzt hat sie ein neues, innovatives und nachhaltiges Produkt am Markt mit dem Namen Coolflow. Doch warum heißt dieses Produkt gerade Coolflow und was macht dieses Produkt? Schnell mal nachgefragt bei Timo Kirchhoff, Leiter des Produktmanagements der Firma Kemper. Timo, der Name Coolflow, was sagt mir das bei eurem Produkt? Was macht es? Ja, wir kühlen und zirkulieren das Kaltwasser. Warum muss ich kaltes Wasser in die Zirkulation bringen? Wir müssen beim Trinkwasser generell hygienisch bedenkliche Temperaturen vermeiden. Also Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad. Und ich komme zwar mit kühlen Temperaturen in mein Gebäude rein, aber in meinem Gebäude erwärmt sich das Kaltwasser ziemlich schnell in diesem Bereich dieser hygienisch bedenklichen Temperaturen. Aber wenn sich das Wasser erwärmt hat, kann ich doch einfach ganz normal spülen, oder nicht? Ja, die Wärmelasten, die sind so hoch und das Kaltwasser erwärmt sich so schnell, dass ich einfach viel zu viel Wasser ausspülen müsste. Das heißt also daher diese Nachhaltigkeit, ihr schont die Ressource Trinkwasser in dem Sinne, dass ihr sagt, ihr spült jetzt einfach weniger. Ja, ganz genau. Und dann, also darum muss dann das Wasser jetzt gekühlt werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Was benötige ich dafür? Wir benötigen auf der einen Seite den Coolflow Kaltwasserkühler, den sehen wir hier auf meiner linken. Der beinhaltet eigentlich alle Komponenten, um das kalte Wasser zu zirkulieren und zu kühlen. Der hat 4 Anschlüsse, 2 für das Kaltwasser und 2 für das Kältemittel und einen Stromanschluss für den Regler. Also mehr als diese kleine Tonne, dieses kleine Fass, da brauche ich nicht, um mein Kaltwasser zu kühlen. Ja, habe ich einen Zirkulationskreis, brauche ich tatsächlich nur die kleine Box, habe ich mehrere Zirkulationskreise, dann benötige ich pro Kreis ein Zirkulationsregulierventil. Das sieht jetzt anders aus als eure üblichen Zirkulationsregulierventile. Hier ist jetzt ein elektrischer Anschluss dran, wie ich sehe. Das heißt, das ist ein voll elektrisches Ventil. Ja, nicht ganz. Das Ventil hat eigentlich 3 Funktionen. Und auf der einen Seite die Regulierfunktion. Das Regulieren, das funktioniert wie bei unseren Warmwasserzirkulationsventilen auch mit einem Dehnstoffelement. Ich habe aber auch eine Spül- und eine Absperrfunktion in dem Ventil integriert und dafür brauche ich hier den Stellantrieb. Erklär mir ein bisschen eben ganz kurz was zu der Spülfunktion. Ich habe doch dann eigentlich den Betreiber, der Trinkwasser nutzt. Das heißt, ich spüle dann doch schon Wasser aus. Oder warum muss ich das noch zusätzlich machen? Ja, bei großen Gebäuden reicht häufig die Nutzung der Nutzer nicht aus oder der Verbrauch der Nutzer nicht aus, um einen ausreichenden Wasseraustausch zu gewährleisten. Da gibt es diese normative Größe, innerhalb von 72 Stunden den Inhalt auszutauschen. Und mit dem Ventil können wir diesen Wasseraustausch unterstützen. Jetzt habe ich dann auch die Möglichkeit als Betreiber dies, ich sag mal, meinem Gesundheitsamt nachzuweisen? Kann ich das Ganze dokumentieren oder muss ich da meinem Facility Manager dann wieder sagen, du musst das Ganze jetzt hier handschriftlich auf Papier festhalten? Ja, das Ventil kann über 2 Arten angesteuert werden. Einmal über die Gebäudeleittechnik, da muss sich der Betreiber das dann selber programmieren. Wir können das Ganze aber auch über unsere Mini-Systemsteuerung ansteuern und die enthält natürlich alles Notwendige, um die Daten zu speichern. Und ich als Betreiber kann hinterher mir die Daten auslesen und auswerten. Jetzt, wenn ich dann überlege, also die Ventile, die Mastersteuerung, der elektrische Anschluss, die Tonne dann noch, das sieht natürlich nach hohen Investitionskosten aus. Rechnet sich das Ganze dann überhaupt für mich als Anlagenbetreiber? Investitionskosten habe ich erstmal, aber ich reduziere da erheblich die Betriebskosten durch. Und dadurch amortisieren sich die Anlagen ziemlich schnell. Also der Spitzenreiter lag, glaube ich, bei unter einem Jahr. Gibt es von euch da irgendwie Beispielrechnungen, wo ich das Ganze mal schwarz auf weiß selber sehen kann? Ja, wir haben auf unserer Homepage 3 Beispielrechnungen zur Verfügung gestellt. Von einem kleinen Gebäude, einer Kindertagesstätte, bis hin zu einem großen Gebäude, einem Bettenhaus eines Krankenhauses. Also das heißt, die Investitionen in die Kaltwasserzirkulation ist wirklich nachhaltig, davon hast du mich überzeugt. Wir schonen die Ressource Trinkwasser und wenn Sie jetzt noch mehr Fragen zu diesem tollen, coolen Produkt haben. Das war schnell mal nachgefragt bei der Firma Kemper. Haben Sie jetzt noch Fragen zu den Produkten der Firma Kemper? Dann schauen Sie in die Videobeschreibung.